Entspannt mit Sophia. Sanft einschlafen und ganzheitlich entspannen. Hallo meine Lieben. Ich bin Sophia und ich freue mich heute riesig mit dir eine Tea Time zu machen. Hast du schon mal bei einer Tea Time von mir mitgemacht? Ja, viele sind ja über dieses eine Tea Time Video damals auf meinen Kanal aufmerksam geworden. Und ich liebe diese Videos auch. Einfach ganz entspannt Tee trinken. Egal wie der Tag war. Wirklich zur Ruhe kommen. Dir denn heute? Wie war dein Wochenende? Ja, dann ist doch gerade schön, jetzt ganz entspannt, dich ein bisschen von mir mit Tee verwöhnen zu lassen. Ich habe auch ganz viele neue Sorten mitgebracht und würde sagen, wir läuten jetzt mal die Adventszeit ein. In den kommenden Wochen kommen auch noch sehr coole, interessante Videos und da freue ich mich drauf, mit dir eine ganz entspannte Zeit zu verleben. Schön, dass du da bist. Und ich habe auch was für dich. Meine Freundin hatte neulich erzählt, dass sie total gerne so Unboxing-Videos schaut von Adventskalendern. Noch nicht mal ASMR, sondern einfach alles. Und ich habe daraufhin mal geschaut. Es gibt ja so unfassbar viele Adventskalender. Und tatsächlich habe ich einen gefunden mit Teesorten. Hier haben wir für jeden Tag eine andere Teesorte. Das ist eine ganz schöne Idee, oder? Wenn man mal einfach einen neuen Tee ausprobieren möchte und da nicht direkt ganz viele Beutel kaufen möchte, hat man hier ganz viele unterschiedliche Sorten. Für jeden Tag einen anderen Tee. Ich fand die Idee so gut, dass ich nicht nur einen Adventskalender gekauft habe, sondern zwei weitere. Und da es mir so Spaß macht, euch zu beschenken, würde ich die gerne, wer möchte, an euch verschenken. Dazu findet ihr einfach einen Kommentar, wie ihr die gewinnen könnt. Den einen werde ich im Mitgliederbereich verschenken an meine Relaxies und den anderen hier öffentlich bei YouTube. Also, wenn du einen gewinnen möchtest, dann schau einfach in das Kommentar unter dem Video. Da findest du alles weitere dazu. Und nicht nur das, ich werde auch noch das ein oder andere ins Paket dazu packen. Also lass dich überraschen. Und wenn du dabei sein möchtest, in der kommenden Woche wird es einen Livestream geben, auch nochmal ganz entspannt und weihnachtlich, auch im Community-Bereich. Also wenn du Mitglied werden möchtest, freue ich mich sehr darüber, wenn du dann auch dabei bist. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was sich für tolle Teesorten hier drin verstecken.
der dann ausgepackt aus. Ganz, ganz viele Teesorten. So schön bunt, ne? Hast du einen bestimmten Lieblingstee? Gibt es irgendeinen, den du sehr, sehr oft trinkst? Grüner Tee oder schwarzer? Ich hatte neulich schon ein Video von meinem Lieblingstee erzählt. Der geht aber ein bisschen jetzt schon zu Ende. Deshalb freue ich mich auf neue Ideen. Meine Mikrofone, Max und Moritz, mögen auch diese Knistergeräusche, glaube ich, sehr gerne. Ja, ich habe so ein Gefühl. Trinkst du denn jeden Tag Tee oder bist du eher so der Kaffeetrinker oder der Teetrinker? Machen ja viele, ne? So früh morgens einen Kaffee und dann über den Tag verteilt über Tee. Also ich kann tatsächlich gar keinen Kaffee trinken. Ich war mal bei so einem Brunch eingeladen und habe auf nüchternen Magen Koffein, also Kaffee, Cappuccino einfach getrunken. Mir war danach richtig schwindelig. Das habe ich nicht so vertragen. Jetzt natürlich die große Frage, welchen wollen wir denn ausprobieren? Also wir haben hier zum Beispiel Zitrone, Ingwer, Manuka, Honig oder auch Bio-Kräutertee, das ist eine Mischung dann aus Fenchel, Brennnessel und Pfefferminz. Dann hätten wir hier Ginseng, Matcha Green, Kamille Vanille, Mint Refresh, Waldapfelzimt, klingt auch gut. Ah, den Bio-Kräutertee, den hatte ich auch mal von Puka. Der war auch lecker. Kakao-Chai. Nighttime Berry, Früchtetee. Ja, die Qual der Wahl. Also ich wäre gespannt, mal Vanille, Kamille auszuprobieren. Klingt irgendwie auch schon cool. Und steht für glückseliges Bad in Gelassenheit. Zarte Kamille, süße Manuka und reiche Vanille für ein gelassenes Lächeln in winterlicher Stille.
denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Ja, stimmt. Gibt ja auch Leute, die sich nicht schenken, ne? Ist auch eine Idee. Oder nur was ganz Kleines. Das duftet gar nicht mal so stark nach Vanille, nee. Eigentlich gar nicht. Wenn, dann würde ich eher sagen nach Honig. Also Manuka-Honig ist da ja noch drin. Ja, und nach Kamille. Vanille kann ich da jetzt nicht so riechen. Ich packe nochmal einen zweiten aus, weil ich diese Geräusche einfach sehr, sehr schön finde. Habe ich hier jetzt Kakao-Chai, ein Bio-Kräutertee, köstlich exotische Mischung mit Kakao, Zimt und Süßholz. Klingt auch wirklich sehr exotisch, oder? Als wäre das jetzt so ein Geschäft, würde ich mir das ehrlich gesagt nicht kaufen, extra. Mich auch sehr, dass du da bist und wir heute am Sonntag wieder gemeinsam Tee trinken dürfen. Das macht sehr, sehr viel Freude mit dir. Dann werden wir schauen, wie die so schmecken. Ich habe hier schon warmes, heißes Wasser. Ich schenke erstmal nur so ein bisschen ein, dass sich das dann schneller abkühlt. Ich freue mich schon total auch auf unseren Livestream dann nächste Woche. Ich war auch richtig überrascht, dass so viele sich direkt angemeldet haben für den Mitgliederbereich. Also vielen, vielen Dank schon mal an alle, die dabei sind. Freue ich mich auf jeden Fall sehr auf nächste Woche mit euch. Und genau, die Verlosung findet dann ja noch statt. Und ja, Weihnachten ist einfach auch so eine schöne, entspannte, gemütliche Zeit. Zeit des Zusammenseins oder auch des einfach für sich Seins und die Ruhe und Stille genießen. Ja, für manche kann dieses Ruhe und Stille vielleicht auch ein bisschen zu viel Ruhe und Stille sein. Das stimmt auch, ja. Aber dann kommst du einfach hierher und wir entspannen zusammen. Neulich bei Netflix so einen coolen Film gesehen. Das ist sogar eine Serie.
Weihnachten zu Hause. Und die hat mich auch so richtig schön eingestimmt auf diese Adventszeit und Weihnachtszeit. Du kannst dir mal schauen, wenn du magst, bei Netflix. Ich fand's echt lustig gemacht. So. Tipping auf Holz finde ich auch ganz cool. Es hat auch etwas sehr Erdendes, finde ich. Erdend und beruhigend. Sieht auch sehr, sehr schön aus, ne? Hast du denn dieses Jahr auch einen Adventskalender? Kannst du ja auch gerne mal sagen, was für einen. Es gibt ja wirklich so viele unterschiedliche Modelle. So, dann gucken wir mal, was der Tee macht. Also das ist jetzt Vanille, Kamille und Manuka-Honig. Also das schmeckt sehr gut. Könnte für mich aber noch ein bisschen mehr Geschmack haben. Ein bisschen mehr Stärke. Kamille ist ja auch recht weich. Und Vanille und Manuka auch. Da bin ich gleich sehr gespannt, wie der Kakao-Chai sein wird. Oh ja, das riecht schon nach sehr viel Gewürz auf jeden Fall. Und Kakao. Irgendwie so etwas Weihnachtliches. So etwas Zimtiges. Ja.
Ja, also das hat ein bisschen mehr so Gewürz. Schmeckt auch sehr gut. Aber der schmeckt hier irgendwie auch gut. Also beide so in Kombination finde ich irgendwie toll, weil der eine ist so würzig und der andere halt eher so mild. Und das so zusammen finde ich von der Kombination super. Und dann habe ich hier halt auch noch so Zimtsterne. Und damit ist, glaube ich, dann echt nochmal so die perfekte Kombi. So. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet schön entspannen, dass auch du Ruhe gefunden hast. Ist mir auch gerne da, wenn du Wünsche hättest. Und dann freue ich mich natürlich auf die Videos in den kommenden Wochen. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Sehr, sehr schön. Und wenn du jetzt schlafen gehst, wünsche ich dir natürlich wie immer eine gute Nacht. Wenn du noch wach bist, dann guck hier gerne für weitere Videos vorbei. Abonniere den Kanal und für Hörspiel und Speedtracks Training schau hier.